die Anna. Ich bin Festivalreporter von der AOK am Chiemsee Reggae Summer 2010. Und ich habe hier bei mir den Sammy Deluxe sitzen und werde ihn jetzt mal für euch interviewen. Hi. Moin, alles gut? Ja. Sehr schön. Also du bist jetzt ja hier zum zweiten Mal, habe ich eben gehört. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, was dir hier denn besonders gut gefällt und wie es dir gefällt. Ich mag Reggae-Festivals einfach sehr gerne. Ich bin ein großer Reggae-Fan, aber der Unterschied bei den Festivals, wenn du jetzt ein Hip-Hop-Festival oder ein Rock-Festival, ein Reggae-Festival vergleichst, ist es wirklich, die entspanntesten Leute sind einfach auf dem Reggae-Festival. Weißt? Ich habe noch nie irgendwo eine Schlägerei gesehen oder überhaupt nur irgendwelche bösen Blicke. Es ist einfach wirklich, wahrscheinlich neben buddhistischen Tempeln, einer der friedlichsten Orte sind so Reggae-Festivals. Und ich hatte immer sehr gute Erinnerungen an unseren Auftritt hier damals. Ich hatte auch kleinere Erinnerungen, ehrlich gesagt, als ich es heute empfunden habe. So. Vielleicht ist es auch über die Jahre gewachsen, wie gesagt, das letzte Mal war vor 7 Jahren. Aber ich mag sie sehr gerne und wir haben echt gut gerockt gerade. Die Leute haben echt Spaß gehabt und wir haben Spaß gehabt. Und genau so soll es sein. Ne? Das ist cool. Und hattest du, bevor du auf die Bühne gegangen bist, irgendein Ritual, das du immer machst? Oder also gibt es da was? Wir machen immer so unseren Bandkreis, so alle Fäuste zusammen. Und unser Bassist, das ist auch der Bandleader, der hält dann unser kleines Gebet so. Und alle irgendwie, weißt du, machen kurz einen Energieaustausch. Man ist einmal kurz alle so zusammen und dann. Dann gehen wir auf die Bühne. Das ist cool. Ja, und wir hatten jetzt ja hier die letzten Tage echt schlechtes Wetter und die Laune war manchmal auch ein bisschen am Boden. Hast du da so einen ganz exklusiven Tipp, was du machst bei schlechtem Wetter oder wie würdest du jetzt damit umgehen? Ja, das Ding ist eben, die Veranstalter müssen wirklich in Zukunft mich und meine Band jeden Tag auf jedem Festival buchen, weil egal wo wir dieses Jahr gespielt haben, war gutes Wetter, aber immer genau mit diesem Ding, wir kommen an irgendeinem Tag an, zum Beispiel wie heute an einem Sonntag und die sagen, Samstag und Freitag hat es geregnet oder wir kommen irgendwann am Samstag an und die sagen, Freitag hat es geregnet oder wir waren irgendwann am Freitag und haben gehört, denn 2 Tage danach hat es nur noch geregnet, also immer genau an dem Tag, wo wir spielen, ist gutes Wetter, zumindest während wir spielen, das heißt Tipp an alle Veranstalter, so buch mich und meine Band, wir sind gut mit den Wettergöttern. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Dann haben die Leute wirklich Spaß einfach. Gute Musik und gutes Wetter. Das ist natürlich optimal. Und jetzt könntest du dir vorstellen, nochmal in Englisch zu rappen irgendwann mal? Ich habe immer nicht so wirklich das Bedürfnis gehabt, weil mein Markt ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Da verstehen die Leute mich sehr gut auf Deutsch. Und ich habe bisher noch nicht so die Ambitionen entwickelt, jetzt zu denken, ich muss jetzt unbedingt mehr in noch mehr Ländern spielen. So. Manchmal passieren so Sachen, jetzt war ich gerade in Tschechien auf dem Hip-Hop-Camp, habe da gespielt. Und über Goethe-Institut war ich schon in ein paar anderen Ländern und so. Aber eigentlich kann man so, wenn man Deutschland und in der Schweiz am Start ist, so kann man schon ganz gut leben, weißt du? Also ich sehe viele Ami-Acts, von denen ich früher Fan war, so. Die auf jeden Fall mittlerweile auch nur noch in Deutschland und in der Schweiz spielen, weil das wirklich einfach ein starker Markt ist und loyale, coole Fans, die auch nach 10 Jahren immer noch wiederkommen, um sich eine Show anzugucken. Und ich finde, so, solange man ein gutes Ding hat, so, weißt du, also ich will dann lieber in dem Ding wachsen, statt zu sagen, ich muss jetzt wachsen, indem ich noch mehr Länder spiele, lieber versuchen, in Deutschland wieder mehr Leute so auf die Konzerte zu ziehen. Also. Indem man eben Festivals spielt wie hier und einfach Leute, die vielleicht gar nicht eindeutig Hip-Hop-Fans sind, sondern Reggae-Fans oder so, die man trotzdem dafür begeistern kann. Vielleicht kommen die dann zu meiner nächsten Show, wenn ich irgendwo dagegen bin. So sehe ich das. Weiß ich, muss jetzt nicht irgendwie nach Amerika und da ein Star werden oder so, um glücklich zu sein. Ja. Und du hattest ja aber auch so einen kleinen Wandel in deiner Musik. Ich weiß nicht, kann man schon so nennen, glaube ich. Und wie kam es dazu? Also gab es da irgendwie einen Auslöser oder kam es einfach mit der Zeit so ein bisschen? Ja, es war eigentlich so ein bisschen die natürliche Entwicklung. Ich habe eben das andere sehr, sehr lange gemacht, nur mit einem DJ auf der Bühne gestanden für 15 Jahre quasi, so bis ich den Schritt gemacht habe überhaupt zur Band. Und auch mit den Songs, die ich auf meinem letzten Album hatte, war mir einfach sehr wichtig, das Album genau so zu machen. Ich wollte einfach, weil in der letzten Runde hatte ich nicht das Bedürfnis, gerade zu beweisen, was für ein guter Rapper ich bin. Zwar auch, aber in erster Linie über Inhalte. So. Natürlich hat es dann immer noch geflowt und gute Reime und so, aber es war wirklich so ein Inhaltsprojekt so und das habe ich jetzt hinter mir und jetzt habe ich ein bisschen so die Freiheit für mich so gefunden zu machen, was ich will. Weißt du, mein nächstes Album wird auf jeden Fall da viel gerappt, auf jeden Fall, aber auch einige Sachen gesungen und manche Sachen so Hip-Hop-mäßig produziert und manche Live-Instrumente. Aber jetzt kann ich jetzt ein bisschen so unbefangener da rangehen. So. Ja, das ist cool. Und möchtest du auch noch mal irgendwann mit anderen Künstlern zusammenarbeiten? So? Nochmal so ein Beginner-Revival oder sowas in der Art, soll es sowas nochmal geben oder machst du jetzt eher dein Ding so alleine weiter und
Aber man weiß ja nie, was die Zukunft alles bringt. So, natürlich arbeitet man zwischendurch, arbeite ich gerne mit anderen Künstlern zusammen, anderen Rappern oder Sängern. Aber in Deutschland ist jetzt auch nicht so viel super Inspirierendes für mich. So, mit den meisten, die ich gut finde, habe ich schon mal gearbeitet. So. Und ich bin eh nicht so ein Wunschlisten-Künstler, weißt du, der jetzt so, wo ich muss jetzt unbedingt irgendwann mal mit Jay-Z arbeiten, dann ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Ich freue mich einfach, dass es gute Künstler gibt, von denen ich Fan sein kann. So, und hoffe einfach, dass meine Musik noch ist, um die auch zu Fans zu machen, wenn sie dann mal den Zugang dazu kriegen. Und ich habe nicht das Bedürfnis, immer jeden kennenzulernen. Und weißt du, ich habe genug Leute kennengelernt. Ja. Und weißt du, insgesamt. Du machst jetzt mal dein Ding. Ja, genau. Und mit der Band, da bist du zufrieden? Also das macht dir Spaß, mit der zusammenzuarbeiten? Ja, wir haben auch fürs Album jetzt viel mit der Band ausproduziert. Und das ist wirklich, es wächst so zusammen. Und alle freuen sich sehr auf nächstes Jahr, wenn wir wirklich mal mit so einem Projekt, wo die Band auch wirklich in die Produktion von der Platte involviert ist, damit dann auf die Bühne gehen. So, das wird auch schon nochmal der nächste Step für uns. So. Und da kommt dann auch eine Platte zusammen mit der Band? Genau, Anfang nächsten Jahres kommt ein neues Album. Das heißt Schwarz-Weiß, Sammy Deluxe. Und dann kommt die Tour, denke ich mal, auch so Anfang des Jahres. Viele Festivals im Sommer wieder. Ja. Cool. Und ich meine, du machst Musik, klar, du engagierst dich auch sozial, hab ich gelesen. Und was machst du sonst noch so in deiner Freizeit für dich? Einfach. Ja, also ich mache schon sehr viel Musik. So. Das ist mein Hobby auch, ist nicht nur mein Beruf. So. Ich schreibe sehr viel. Schreiben ist, glaube ich, das Hauptding. Bin mehr in den letzten Jahren jetzt so aufs Produzieren aufgekommen so, und spiele ein bisschen Gitarre und so, weißt du, hab da so meine Ambitionen auch so auf der musikalischen Ebene so zu wachsen und ja, ansonsten, weißt du, ja, hat man natürlich auch ab und zu mal Freizeit. So, ja, klar. Und ich kann dir auch eine Frage stellen. Ja. Wie bist du Festivalreporterin für AOK geworden? Also ich habe mich da beworben, das war ganz witzig, ich fange jetzt dann an zu studieren und war da auf der Seite und habe gedacht, ja, ich schau mal und habe mich dann beworben und habe geschrieben, warum ich das machen möchte und so ein bisschen was über mich. Und dann hat man mich einfach angerufen und meinte, ja, hey, du bist jetzt da Festivalreporter. Ich wusste dann am Anfang noch nicht, wen ich interviewen werde und es kam dann alles nach und nach, hat man mich dann so interviewt, was darf ich überhaupt machen und mich informiert, was ich machen möchte. Ja, schön. Okay. Hast du noch eine Frage an mich? Schau grad mal. Nö, das wär's dann eigentlich auch. Sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, war cool, dich mal kennenzulernen. Ja, ja, hab noch viel Spaß auf jeden Fall. Dankeschön. Okay, peace out.